So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tschernobyl Lied. So, wir hatten... wir hatten in der letzten Folge einige schon erreicht. Und uns natürlich auch Feinde geschaffen. Aber wir haben hier solche coolen Sachen gebaut. Wir können tatsächlich jetzt Tschernobylit herstellen oder einen Tschernobylit-Brenner, den wir noch nicht ausprobiert haben. Zudem haben wir jetzt auch eine Tarnrüstung an. Wir wollten noch Motivation herstellen für unsere AK-47. Gewehrmotivation. Los geht's. Weil da brauchen wir was von, weil wir hatten in der letzten Folge sehr viele, in den letzten zwei Folgen, sehr viele schwarze Stalker gehabt. Und den müssen wir auch ein bisschen was entgegenbringen. Genau. Dann sind unsere mechanischen Teile mit jetzt auch zu Ende. Und jetzt sollten wir mal gucken, dass wir... Guck mal, jetzt hatte ich hier ja dummerweise damals einen doofen Fernseher aufgestellt. Das Grammophon wollte unser Olivier haben. Tatsächlich haben wir hier Sachen auch drin verstaut. Ich finde das hier echt saugemütlich schon, ne? Naja, gut, saugemütlich. Wir sollten vielleicht noch ein paar Wände ziehen, damit das so wirklich saugemütlich wird. Und so. Aber hier, das ist schon voll gemütlich, vor allem diese Puppe hier. Ja, so, wenn man jetzt so hier guckt, kann man den Fernseher auch einschalten. Aber wir sollten wieder einen neuen Generator herstellen. Das hat er uns auch gesagt. Wir dürfen nichts mehr mit Strom reinbringen. Erstmal nicht. Also, lass uns einen Haie-Butzele machen. Sollte nochmal mit Olivier trainieren eben. Komm. Что случилось, Игорь? Слушай, может, поучишь меня своим военным хитростям? Хм, вряд ли. В том, что касается навыков выживания или стрельбы, никаких хитростей нет. Но я с радостью обучу тебя основам. Да и мне будет проще, если ты сможешь за себя постоять. Damals, ne? Blockierend. Beim bewältigen Gegner regst du weniger Aufsehen und zehrst nicht an deine Psyche. Das ist geil. Отлично. Тогда начнем. Иди за мной. Ach, und so wird das also gemacht. So wird das, so werden die Fertigkeitspunkte ausgegeben. Ich meine, das erfahre ich jetzt nach 12 Folgen, aber auch nicht schlecht, ne? Я покажу тебе пару приемов, которым научился во второй объединенной оперативной группе. На задании лучше действовать скрытно, а не палить во все стороны, убивая направо и налево. Этому я и научу тебя сегодня. Скрытности. Начнем со снов. Попробуй прокрасться мимо меня, используя доступные укрытия. Не высовывайся, не шуми и пересекай открытые пространства как можно быстрее. Будь как призрак. Окей, мучи-мучи. Тамагучи. Готов? Пошел! Okay. Oh, oh. Wo ist unser Ziel? И что это было? Моя бабушка тише ходит по осенним листьям в ботинках с железными носами. Давай еще раз. Сосредоточься, Игорь. Okay. Aber die Büsche waren gar nicht mal so schlecht. Komm. Sei nicht immer so kritisieren. Готов. Ja. Пошел. Ich bin über deine Kritisierung erhaben. Ja, Oliver, dieses Mal du nicht sehen mich, weil ich hier versteckt bin und du kannst mich hier gar nicht sehen, Digga.
bin wie der Wind, Baby. Du wirst mich niemals sehen. So gesehen bin ich ja nun an mir vorbeigeschaut. Was soll ich einmal komplett um ihn herumlaufen oder wie läuft das hier? Ich dachte, wir sollen da hinten hin. Ah, er ist ja am Arsch der Welt. Oh oh. Prallungen. Ach, ich soll ihn ja erledigen, weil vielleicht von hinten, oder? Wird das nicht. Gleich noch. Отлично, Игорь. У тебя талант. Окей. Там я gut gelernt. Так держать. Пусть тебя все боятся. И тогда ты сможешь защитить своих ближних. Alles klar. Ja. Ein Haier Butzle tut gut. Ich guck gerade, was das Licht hier gerade ist auf der Kamera. Der Schutzraum, nächsten Morgen, 9. Tag. Jetzt wird er direkt angucken. Will er was von mir? Есть разговор, Игорь. Я весь внимание. Я тут узнал кое-что. Нар готовится к масштабной поставке припасов. Может, и пищевые пайки завезут. Нельзя упускать такой шанс. А ты, похоже, времени зря не терял. Отлично. Я этим займусь. Das Chernobyl Atomreaktor Ding, das sieht ja richtig heftig jetzt aus, ne? Wie sich das immer verändert. So. Das ist der Waffentransport, den soll er machen. Wir geben Olivier Hafen vom Pripyat. Wir machen den Waffentransport. Ja. Оливер никак не может перестать играть солдатиков, Игорь. Для него важна лишь война и военные трофеи. А что же ты, любимый? Какая у тебя миссия? Нар плевать на все и на всех. Смерти для них просто статистика в отчетах для этих корпоративных чудовищ. А чудовища не дадут уничтожить себя так просто. Kann man schwarze Stalker auch von hinten überrennen? Wir müssen dran denken, dass ich Tarnklamotten ab und nicht so gut ausgerüstet bin. Und aber das war ja mein Wunsch. Gobachi, nach mir da. Alter, bist du bescheuert? Aua! Was ist denn das? Was ist denn das? Man kommt in die Welt und ein neues Monster greift an. Und jetzt, ich kann nicht mehr nehmen, ne? Warum nicht? Geh, nehmen. Nein, ich will das essen. Geh, dann machen wir sowas hier. Wir nehmen, verwenden. Wieso bringt das jetzt nichts? Was? Geht das hier, verwenden. Nimmt er nicht. Er nimmt keine Heilung mehr an. Was ist das für Viech gewesen? Ja, der hat mich ja schon fertig gemacht. Nicht dein Ernst. Thank you.
Wieso kann ich denn hier keine Heilung nehmen? Nein, nein. Das finde ich so ein bisschen blöd. Ne? Ich finde das voll doof. Wieso kann ich mich denn jetzt nicht heilen? Ich bin ja immer offensichtlich krank. Das finde ich schade. Warum geht das denn nur einmal? Ja. Warte mal. Das lege ich hier auf die 8. Warte mal. Sortieren, aufteilen. Schnellmenü. Lege ich hier auf die 8. Ich kann aber trotzdem nichts nehmen. Total doof. Der trifft mich doch jetzt noch einmal, dann bin ich down. Ich meine, wir haben ja... Wir haben ja die Möglichkeit, diese Monster-Einheit zu gebieten. Haben wir denn irgendwas dabei, was wir machen können? Fallenbeschreibung, nein. Warte mal, Werkzeuge. Umgebungsmodifikator. Phänomen-Neutralisator. Die Maschine sammelt Neutralisator. Stürme sind seltener. Das heißt, die Anzahl von Wurmler hier Shadow Mittelmonster. Unsere Welt zu kommen, das führt zu weniger Monstern. Gut. Und mal hoffen, dass das was bringt. Kann man das hier aktivieren oder ist das schon aktiviert? Muss ich die überall irgendwo? Scheiße, dass ich so verwundet bin. Es geht mir ehrlich gesagt total auf den Piss. Und ich kann mich auch nicht reparieren. Die Musik ist dabei so fröhlich. Da ist der Abwurf. Oh, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken. Hier wäre etwas. Items. Mal gucken, dass wir das Wrack hier rumkommen. Das ist echt Müll, ne? Mir läuft hier die Suppe hier so runter. Ach, das ist hier unterirdisch. Okay. Kann ich hier rein? Muss doch jemand noch was von nehmen können. Ehrlich mal, warum kann ich das denn jetzt nicht noch nehmen? Wieso kann ich mich nicht komplett wieder heilen? Ich bin ja nicht nur an Strahlung irgendwie krank. Aber oh, wenigstens die Psyche stimmt wieder, ha? Huh? Okay. 16 Meter. Okay. Оливер, я на крыше. Вижу сигнальный огонь. Я полагаю, красный? Да. Похоже, зона выгрузки. Это наша цель. Теперь твой выход. Удачи. Так точно, Оливер. Эх, Антон был отличным парнем. Так что надо нам постараться. Ради него. Будь осторожней. Лишний раз не высовывайся. Не дай нар себя обнаружить. И не набирай больше, чем сможешь унести. Das hat aber noch nicht das Problem gelöst mit dem hier, was ich hier jetzt haben wollte. Das ist unterirdisch. Wir müssen irgendwo einen Weg finden, durch unter die Erde kommen. Eigentlich kann ich ja nur hoffen, dass die uns kalt machen, ne? Weil... Das
Dieses Blutding geht mir auf den Sack. Und ich sag ja, es kann ja nicht das Einzige sein. Man kann nicht nur eine Sache nehmen und schwuppdiwuppdi ist man, dann war's das. Jetzt nicht mehr. Okay. Was? Okay, unser großer Auftritt. Aufpassen. Das nervt auch so ein bisschen mit den Blutstropfen da, ne? Scharfschützengewehr wäre geil. Ich denke mal, das ist hier. Mir. Ah, guck mal. Haben wir Licht? Brauchen wir. Ich kenne diesen Tunnel noch, glaube ich. Oder sind die alle gleich? Seht ihr, da geht's nämlich raus. Hier geht's auch raus gleich. Eigentlich ist es immer wieder dieselbe Map. Ist ja klar. Wir sind ja rund um den Reaktor. Ja, hier kommen wir immer noch nicht rein. Das ist echt schade. Aber wir haben ja jetzt einen Tschernobylit-Brenner. Da öffnet sich diesbezüglich wenigstens unsere Wege. Oh, da links. Vielleicht aufpassen. Jetzt sieht man auch alles so beschissen. Nun. Ich hoffe ja mal. Dass wir jetzt von den Monstern wenigstens keinen Besuch mehr bekommen. Jetzt kann man ja schon Monster sagen. Jetzt sind das ja keine, nicht nur schwarze Stalker. Diese neuartige Monsterrasse. Was sind das für Spinnen sind das gewesen, glaube ich, ne? Die haben uns ja mit so einem Fangstrahl oder Spinnennetz angekotzt. Oh, Scheiße. Ekelhaft. Ah, guck mal, hier geht's weiter. Ganz ruhig, Ergo. Ganz ruhig. Alles gut. Mann! Gibt's hier kein... Okay. Aha. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wenn wir uns auch wie Tollpatsche benehmen, ne? Barschen? Kann ich nur eine. Ein Auto, gegen das ich geschossen habe. Keine Ahnung, wie sind die Sicht, das ist aber total beschissen hier gerade. Ja, ja. Natürlich. Das ist echt Mist, ne? Man sieht hier gerade überhaupt nichts, ne? Die Lücken sind sie auch am Start. Können die mich auch wieder vergessen? Unser Blut ist nicht hilfreich.
Ich glaube, die vergessen uns so schnell nicht. Wo denn? Ich sehe nichts. Die Leiche. Warum ist Item? Das brauchen wir. Ah ja, war doch da. Mindestens einer noch, ne? Die wussten natürlich, wer wir sind, ne? Oh. Okay, cool. Wer damit denn jetzt rechnen können? Warum wird das jetzt auf einmal alles so gruselig? Okay, alles wieder normal. Ach so. Oh. Das war ja nicht so gut. Aber wir haben es ja geschafft. Letzten Endes. Irgendwie. Aber irgendjemand war doch noch woanders dabei. Irgendwo habe ich doch noch jemanden kalt gemacht. Ist ja egal. Essensration erhalten, na, das ist doch schön. Der mit dir gerade Nachbar? Nee, ist tatsächlich in-game. Das ist tatsächlich in-game. Okay. So, hier wird auch renoviert. Klar, stark renovierungsbedürftig ist jetzt hier tatsächlich. Nein, hier ist schon wieder so ein Techno-Fritze, Alter. Da oben auf dem Ding jetzt, wa? Hier in der Hütte. Ey, bist du Bratwurst? Ну-ка стоять! Ты на территории Припятской братвы! Помоги мне, друг. Я ищу женщину, Татьяну Амалиеву. Татьяну? О, красивое имя. Видимо, красивая женщина. А фото у тебя есть? Нет. Одно было, но... Жаль. Никогда о ней не слышал. Твоя подружка, да? Хе-хе. Ах, любовь. Я тоже когда-то любил. Эх, Ксюша, какая женщина! Говорила, яйца мне отрежет, если я ей обману. И что, отрезала? Ну ты приколист, ха-ха! Ты мне нравишься! Нет, не отрезала, она меня бросила. Сказала, я для нее слишком умный. Слушай, а что-нибудь интересное тут происходило в последнее время? Ну, на электростанции что-то мутное творится. Наровцы бегают, как в жопу ужаленные. И этот стрёмный урод в черной маске что-то вынюхивает. Короче, для бизнеса все это беда. Меня этот чувак не трогает. Но клиентов, конечно, распугал. Так у тебя есть другие клиенты? Ты меня совсем не слушаешь? Они этого говнюка боятся. Если бы не он... Здесь было бы больше народу, чем на Измайловском рынке. Ты вроде говорил, что торгуешь, да? Что у тебя есть?
Что ты там говорил про коробку с лутом? Ах, я, да, один паёк. Договорились. Держи. Это тебе. Мне пора идти. Братва Фурема! Игорь! Die Tasche ist voll. Ach, guck, da war eine AK dabei. Boah, ich halte die Musik nicht aus, ne? Sorry, aber das geht mir für mich, das geht mir voll auf den Sack, ne? Warte mal. So, lass mal hier verschwinden. Kapital. Boah, nervt das. Wer kann sich so eine Scheiße die ganze Zeit reinziehen hier? So. Wo war denn dieses... Kommen wir hier nicht durch, was? Ja, scheiße. Immer ärgerlich, wenn man so geile E-Teams findet und... Da müssen wir nicht. Da, guck mal, hier ist noch was. So. Okay. Die hatten wir doch noch, genau, da oben. Da müssen wir irgendwie raufkommen. Wie schmal, wa? Ah, vielleicht ist da auch noch was. Ne, lohnt sich nicht. Lass mal versuchen, hier wieder ganz vorsichtig runterzukommen. Von hier. Da. Von da. Ach, da, jetzt sind wir wieder bei der Kackmusik, ey. Ich würde auch total bekloppt werden und genauso da hocken, wenn ich solche Musik hören würde. Fürchterlich. Hört ihr solche Musik? Ja. Ah, das hört man nicht. Ja, postapokalyptische Scheiße. Liegt auf einem Raum. Напомни, зачем мы этот хлам собираем? Да потому что умники приказали. Может, они просто хотят посмотреть, какую дозу облучения мы сможем вынести? Стоп! Это говно облучено? Ну нахер! Я на такое не подписывался! Хорош ныть! Подумаешь, капелька радиации. Или что, лучше, чтобы тебя жопу в тире отстрелили? Ну да, и то верно. Scheiße. Dann macht man das schon mal lautlos. Ich kann mich gar nicht sehen, die Spacken. Ich will doch keinen Scheiß. Ich will doch keinen Scheiß. Habe ich wieder einen Psychoanfall gehört? Waren es nur drei? Das will ich nicht meinen. Ich glaube, das waren mehrere, ne? Wow, kannst du mal sehen, wie die Psyche darunter gelitten hat hier. Da müssen wir uns ein paar Dinger nachher kochen davon. Ich werde die Musik auch wieder romantisch. Wow. Ja, das war nicht da. Guck mal, den hatte ich ja auch noch weggeknallt hier vorne. Die Pilze sind auch so scheiße wichtig, ja? Ah!
Okay. Und damit? Achso, das ist auf der anderen Seite. Okay. So. Auf einmal fällt mir so viel Materialien, was ich ziemlich gut finde hier gerade. Ist direkt vor der Vorratskiste gestorben. Jetzt wollen wir hier nochmal ganz kurz... Na gar nicht, das ist gar nicht die Vorratskiste, das ist irgendwas anderes. Oder es sind mehrere Vorräte, möglich ist das. Haben wir noch eine AK? Oh, ja gut. Sollten wir mehrere Verbündete kriegen? Irgendwo müssen wir auch mal Verbündete herkriegen, tatsächlich, ne? Dann sollte das ja auch mal irgendwie... Oh, ne, das ist meine Kochstelle, wa? Hatte ich hier mal eine Kochstelle hergestellt? Denke mal. Dieser Kindergarten, wo wir diesen verrückten Professor gefunden haben. Нужно идти. Произошла авария. Нужно эвакуировать детей и персонал. Автобусы со всей страны съезжаются за людьми. Скорее. Но я же не могу оставить детский сад без присмотра. Пожалуйста, не спорь. Потом будешь нам благодарна. Alles klar. Kommen wir natürlich wieder mal nicht rein. Fuck, ey. Ich hab das Gefühl, wir passen. Зачем ты прячешься под кроватью, Олег? Ты ведь уже большой мальчик. Завтра ты увидишь своего папу. Ты же хочешь стать пожарным, как он? Awesome. Ah, jetzt die Feuerstelle. Тогда нужно быть храбрым. Okay. Kriegen wir jetzt in jedem solchen Raum solche Flashbacks, oder? Über die Puppen, Alter, ne? Lena, dein Mann ведь на электростанции работает? Нет, просто у меня в последнее время какие-то странные сны. Наверное, устала. Legerin, Erzieherin, passt vielleicht besser. Wie gesagt, Kindergarten und so. Ah, Pilze! Super! La 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 la. Okay. Nein, nein, wir wollen auch nicht weg hier. Geht zum Ende. Die Steps. Oh, sieh mich doch jetzt nicht mehr. Ich bin doch schon versteckt, Digga. Es sind auf jeden Fall mehrere Soldaten. Das hört man. Es sind viele verschiedene Steps. Aber ich kann hier irgendwie nicht durch. Ich würde mich gerne dich nähern und dich dann von hinten ermorden. Abstechen wir an den kleinen Schwein. Na super. Oh. Ah ja, dann müssen wir es jemand machen. Überall Soldaten. Das waren aber noch nicht alle. Da willst du es... Oh, Moment. Digga, ich bin in deinem Baum. Wie willst du mich denn so sehen? Da bist du. Ja. Du gehst halt auch, ne? Drei Stück?
will mir... Ja, Baumpilze, die sind echt total cool. Und Petersilie noch einmal. Hops. Wir sind ja gleich da. Aber hier sind auch keine Leichen mehr, ne? Ich trau dem Frieden noch nicht so. Ja, sieht aus wie eine militärische Abwurfstelle hier. Oder beziehungsweise Militäreinrichtung hier. Abwurfstelle, hä? Aber auf jeden Fall, es ist was Militärisches. Oliver, вижу ящики. Выглядит многообещающе. Отлично. Знаю, забраться туда было непросто. Но ты давай не жадничай. Помни, не высовываться. Оливер, я не знаю, как поступить. У нас есть шанс лишить их всей поставки. Это бы сильно облегчило нам жизнь. Сам подумай. Пройдет несколько дней, и они получат новую поставку. Ты их просто разозлишь. Вот и все. Я все же рискну. Не так часто выпадает возможность по-настоящему им навредить. Aha, das ist schon alles vorbereitet. Oje, jetzt wird's bumsen. Das ist mir egal, ob es Oliver gefällt oder nicht. Er ist mein Untergebener. Das wird nicht Oliver gefallen. So, lass uns verschwinden. So, Kinderchen. Mal gucken, was Oliver dazu sagt. Komm, ab. Öffnen wir unser Wurmloch und verschwinden von hier. Ja. Ist ja, nun müsste man auch mal, wenn man sich mal verschluckt, man muss auch mal zuschlagen können, ne? Man muss auch mal richtige... Что ты там за херню устроил, Игорь? Я думал, мы договорились. Зачем так рисковать? Das war kein Bullshit. Я ценю твои советы и помощь, но не надо говорить со мной как с ребенком. Я сам могу принимать решения. Ясно как день, что ты плевать хотел на мои советы. Ну, поступай, как знаешь. Посмотрим, как долго ты протянешь, если будешь вести себя как герой дешевого боевика. А теперь я, с твоего позволения, пойду и послушаю их переговоры. Заодно узнаю, насколько сильно ты накосячил. Ach, Blödsinn, hör auf, so ein Blödsinn zu sappeln, du kleiner Hund, Alter. Ehrlich. Mission war, ja, erfolgreich. Und ist auch gesund wieder nach Hause gekommen. Das ist schon. Wir machen mal ein bisschen Motivation für uns. Alter. Doppelte Essensration, sowas hat es schon lange nicht mehr gegeben. Ja. Oh, da brennt's. War ich das etwa? Ja, direkt am Kindergarten hier vorne. Ach, der soll auf und rumzuheulen oder was, ne? Ja, genau. Sind weniger Hubschrauber in der Luft, habe ich das Gefühl, ne? Und Kraftwerk sieht nicht mehr ganz so schlimm aus. Naja. Ansichtssache. So, wir machen einen Generator noch hinbauen. Brauchen wir. Können wir einen Generator auf Generator bauen? Hier oben drauf stellen oder was? Das wäre doch geil. Warte mal. Objekte zum Bauen. Generatoren machen wir. Was ist das? Das? Da Generatoren. Genau, hier oben drauf. Das wäre nice. Oh, der ist wohl zu groß, oder? Tschernobyl-Lead-Generator. So, ich glaube, damit dürften wir erstmal genügend Strom haben. Normalerweise sagt doch Igor immer Bescheid, was wir gerade brauchen, ne?
Ich wollte eigentlich noch mal einen Garten anpflanzen, so ein Scheiß. Das steht doch hier wunderbar, ne? Generator auf Generator auf Generator auf Generator auf Generator auf Generator. Igor, nee, Oliver. Привет, Игорь. Все в порядке? Ну да. А ты как? Ну, в целом без сюрпризов. Ты ведь многое пережил, да? Вот уж точно. С тех пор, как стал солдатом удачи, я много всякого дерьма повидал. Воевал с сомалийскими пиратами, повстанцами в Латинской Америке, как-то даже помогал с подавлением бунта на алмазном прииске в Африке. Тебе никогда не казалось, что ты делаешь неправильные вещи? Я никогда об этом не задумывался. Война — это все, что я знаю. К тому же тут все зависит от точки зрения. Для НАР плохие парни — это мы с тобой. Реакционеры, террористы. Ну, это уж ты хватил. Не беспокойся. Я помню, на чьей я стороне. И кто мне платит. Плюс мне еще предстоит свести счеты с тем уродом в черной маске. Ich wette, der Typ in der Maske, das sind wir. Lass uns noch mal ganz kurz ein Training machen. Слушай. Ich glaube, das Training. Может, поучишь меня своим военным хитростям? Вариант.